Möchtest du das Beste für deinen Wagen? Du schaust dir bereits unsere Tutorials an. Dann der richtige Reflex für Schnappschuss ist, auf der Mr. Auto abzukaufen. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. So kannst du die Batterie sehen, die sich rechts im Motorraum befindet. Nimm dir einen Steckschlüssel, eine lange Verlängerung und einen 13 mm Einsatz, um die Halteplatte der Batterie abzuschrauben und sie dann zu entfernen. Klemme niemals zuerst den Pluspol ab, da das ganze Auto am Minuspol angeschlossen ist. Dies kann gefährliche Funken im elektrischen Stromkreis des Autos erzeugen. Nimm dir einen 10 mm Maulschlüssel, entferne damit folglich als erste die negative Klemme von der Batterie. Sobald du die Klemme abgenommen hast, musst du sie weit genug vom Pol entfernen, damit sie sich nicht unbeabsichtigt wieder mit der Batterie verbindet, was die Fahrzeugelektrik beschädigen könnte. Mach dasselbe mit der positiven Klemme. Du kannst nun die Batterie herausnehmen. Schleife nun die Innenseite der Batterieklemmen mit Schleifpapier ab, um die weiße Oxidschicht zu entfernen und langfristig heimtückische Pannen zu vermeiden. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Setz die neue Batterie ein und drück sie fest in ihre Halterung. Schmier die Batterieklemmen mit Kupferfett ein, um den Kontakt zwischen den Klemmen und den Polen zu verbessern, aber auch, damit sie weniger oxidieren. Verbinde zuerst wieder den Pluspol. Blockiere ihn mit einem Steckschlüssel und einem 10 mm Einsatz. Dann den Minuspol. Es ist ziemlich schwierig, ohne den richtigen Tipp, die Halteplatte der Batterie wieder einzusetzen. Darum schau gut zu. Nimm ein Stück Haushaltspapier und falte es vierfach. Gib es flach auf die Stecknuss und drücke dann den Bolzenkopf hinein. Nicht schlecht, was? Es hält ganz von alleine. Mit der Verlängerung kannst du nun die Halteplatte wieder anschrauben. Vorgang beendet. Like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool.